Hallo an alle und willkommen zurück zu einer neuen Folge in Warframe. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja versprochen, dass wir in dieser Folge mit ein paar Quests weitermachen oder zumindest mit einer Quest weitermachen. Und zwar mit dem neuen Krieg. Ich würde sagen, wir klicken hier mal direkt drauf. Okay, das kenne ich so jetzt auch noch nicht. Wir können hier anscheinend auswählen oder ja, es gibt so verschiedene Kapitel, wenn man so will. Drei Stück anscheinend. Und wir fangen hier anscheinend mit dem Chimera-Prolog an. Oder wie auch immer man den aussprechen will. Gut, klicken wir drauf. Und los geht's. Okay, wir müssen anscheinend in unseren Wohnbereich laufen, wenn ich das richtig sehe. Und hier lacht auch schon jemand. Und wir müssen hier die Krone von Lotus berühren. Machen wir das doch mal. Okay, wir sind also anscheinend auf Lua, wenn ich das richtig sehe. Ich bin mal gespannt. Hat es irgendwas wieder mit Lotus zu tun? Und hier lacht irgendjemand die ganze Zeit. Bisschen unheimlich. Da vorne steht jemand. Okay, jetzt ist er weg. Okay, wir sind hier gefangen. Sieht alles aus wie irgendwie Lotus-Phantome, finde ich. So sahen die irgendwie gerade aus. Okay, hier wird mir jetzt ein Weg angezeigt, das heißt, dem laufen wir mal hinterher und das saß der schon wieder, der oder die. Mach dir einfach einen Handstand. Nice. Okay, und es geht wieder los mit dem Kämpfen. Gut, also wirklich viel halten die anscheinend nicht aus. Okay. Da liegt die Person wieder. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Operator, der die Lotus... Ja, wie mein Operator, der die Lotus-Krone oder den Lotus-Helm aufhat. Und der anscheinend immer wieder lacht. Oh Mann. Okay, mein Helios hat hier gerade irgendwas gescannt. Jetzt habe ich leider die Spur verloren. Da hoch? Nein, wo lang? Bin ich gerade blind? Wo geht's denn hier weiter? Hier? Nee, da sind wir doch hergekommen. Okay, da sind wir hergekommen. Wieso wird mir das jetzt nicht mehr angezeigt, wo ich hin muss? Hier geht's definitiv nicht lang. Hallo? Mein Helios hat schon wieder was gescannt. Ich weiß aber nicht was. Ah, da geht's weiter. Okay, perfekt. Okay, nochmal ein bisschen kämpfen. Ja, mit unserer Ignis Rave können wir da hier gut durchkommen, glaube ich. Okay, komisch, was es jetzt gerade war. Wieso mir der Weg nicht mehr angezeigt wurde. Okay, müssen wir da runter? Ich glaube, das kennen wir ja schon. I am not who you think I am.
course you are. Imprisoned, just as she was. Da hören wir nochmal das Gespräch mit Belles. Der sieht genau aus wie wir. Müssen wir jetzt auch rein? Gut, laufen wir rein in das Portal. Oh, okay, was geht hier? Wir haben Schub. Die Sensitivity ist ja richtig hoch. Holy shit. Okay, wer redet hier? Oh, okay, Belles. Beziehungsweise nicht der Original Belles, sondern... Wie nennt man die denn? Ach, ich hab's schon wieder vergessen. Irgendwas mit A. Er ist sozusagen gekreuzt mit Sentinel-Technologie, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Amalgams oder so irgendwie. Das heißt aber auch, er hat das Opfer überlebt, weil eigentlich haben wir ihn ja erstochen. Okay, wir können hier uns hier hin und her gehen. Because you're a friend, I'm going to offer you something special. Just remember, one per customer. Okay, damit hätten wir Chimäre, was Chimäre Prolog. Und wie man auch immer den aussprechen will, abgeschlossen. Okay, wir haben ja einiges erfahren auf jeden Fall. Und wir haben auch Parasisis Blaupause bekommen. Der Sentinel Killer, wie er ihn genannt hat. Das heißt, wir müssen gegen die Sentinels vorgehen, würde ich mal behaupten. Zumindest
will er das? Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, mit wem er die ganze Zeit geredet hat. Weil er wusste ja eigentlich nicht, dass wir da sind, oder? Hat er mit Natar geredet? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber wir haben auf jeden Fall eine Blaupause bekommen für eine neue Waffe. Für eben die genannte Parasisis, und wie auch immer man es ja ausspricht. Wo ist denn die gute Waffe? Parasisis, hier, Orokin-Dukaten, Galatin und Eidolon-Scherben. Okay, brauchen wir auf jeden Fall einiges. Orokin-Dukaten, klar, die kann man gut bekommen, aber 1000 Stück sind auch viel. Oh. Und Galatin können wir uns auch wieder bauen, oder müssen wir uns bauen. Aber die Eidolon-Scherben weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wo wir die herbekommen. Wahrscheinlich aus den Ebenen von Eidolon, aber wo genau, muss ich mal noch nachschauen. Ja, für diese Folge würde ich sagen, was aber wieder mal. Ich würde mal sagen, wir könnten hier jetzt mal gucken. Als nächstes kommt dann Era. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Ich denke, da machen wir in der nächsten Folge dann weiter. Wenn euch diese Folge natürlich gefallen hat, würde es mich wie immer freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und natürlich meinen Kanal abonniert. Das würde mich mega unterstützen. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Und ciao.